Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Neben mir sitzt meine Kollegin Barbara Giert. Hallo. Und mein Name ist Luisa Böhmer. Wir sind beide Musiktherapeutinnen hier in der Sauerlandklinik Hachen. Und die Musiktherapie wird seit 2019 hier in der Klinik angeboten und ist damit einer der neueren Therapiebereiche. Ich wechsle nun, jetzt wo Sie uns gesehen haben, einmal die Ansicht, damit Sie auch gleich während des Vortrags unsere Folien verfolgen können. So. Nee, andersrum wäre es richtig gewesen, ne? So rum. Okay, gut. Dann machen wir es so. Okay. Gut. Ja, Sie sehen jetzt hier auf unserer Folie das Thema des heutigen Tages, Musiktherapie bei MS, wie kann mir das helfen? Bevor wir da richtig einsteigen, haben wir noch ein paar Hinweise für Sie. Falls jemand von Ihnen an einem Computer mit Tastatur sitzt, dann können Sie gerne Fragen über den Chat stellen. Wir versuchen dann am Ende des Vortrags, wenn noch Zeit übrig ist, darauf einzugehen. Sie sehen auf dieser Folie unsere Sponsoren, bei denen wir uns ganz herzlich bedanken möchten, weil sie die Durchführung der Patientenakademie ermöglichten. Und hier sehen Sie noch den Haftungsausschluss. Die Patientenakademie dient der Informiertheit der Patienten und Patientinnen der Sauerlandklinik Hachen. Und die Klinik übernimmt keine Haftung. Das heißt, der Vortrag ersetzt in keinem Fall eine individuelle ärztliche Fachberatung. Gut. Nun können wir in das Thema einsteigen und Sie sehen hier unseren Inhalt, den Inhalt unseres Vortrags. Wir werden zunächst ganz grundsätzlich etwas zur Musiktherapie sagen, ein paar allgemeine Infos geben und die Hintergründe. Dann werden wir ja ein bisschen genauer auf die Musiktherapie hier in der Sauerlandklinik Hachen eingehen, verschiedene Therapieformen vorstellen und natürlich auch mögliche Ziele und Wege, um diese Ziele zu erreichen. Wir haben versucht, das Ganze ein bisschen zu sortieren und verschiedene Ebenen definiert, also zum Beispiel Ziele auf emotionaler Ebene, auf körperlicher Ebene oder auf kognitiver Ebene. Noch ein Hinweis, wir haben uns die Inhalte ein bisschen aufgeteilt und werden entsprechend der Themen ein bisschen hin und her rollen und so, dass Sie immer nur eine von uns im Bild sehen werden. Aber das sehen Sie dann schon. Okay. Okay, ich werde jetzt erstmal ganz allgemein was dazu sagen. Was ist Musiktherapie überhaupt? Und dafür haben wir erstmal die Definition. Laut Definition ist Musiktherapie der gezielte Einsatz von Musik und Musikinstrumenten zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer, körperlicher und oder geistiger Gesundheit. Das heißt, Musiktherapie ist eine eigenständige Heilmethode. Und um eine therapeutische Wirkung zu erreichen, wird Musik eingesetzt. Das kann sein Musik im herkömmlichen Sinne, wie Sie das kennen, aber wir können auch zum Beispiel nur Elemente aus der Musik einsetzen, also vielleicht nur den Rhythmus oder nur verschiedene Klänge. Und am Ende ist auf jeden Fall immer das Ziel die seelische, körperliche und geistige Gesundheit. Was jetzt genau in der Musiktherapie gemacht wird, ist in zwei Sätzen immer nicht so einfach zu beschreiben, weil Musiktherapie ist unheimlich vielseitig und bietet unheimlich viele unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. Und außerdem ist es so, dass wir glauben, dass der Inhalt und die Wirkung von Musiktherapie grundsätzlich schwer mit Worten zu erklären ist. Eigentlich ist es immer am besten, wenn man direkt mal an der Therapie teilnimmt und die Wirkung auch tatsächlich am eigenen Körper spürt, weil es immer auch mit dem eigenen Fühlen und der eigenen Wahrnehmung von Klängen und Musik zu tun hat.
Aber wir möchten heute auf jeden Fall versuchen, einen theoretischen Einblick zu geben und freuen uns, dafür diesen Vortrag halten zu können. Oh, nee, da bin ich doch noch richtig. Okay. Grundsätzlich ist es so, dass Sie keine musikalischen Vorkenntnisse mitbringen müssen, um an der Musiktherapie teilzunehmen. Also auch wenn Sie sagen, ich bin eigentlich total unmusikalisch, ist Musiktherapie für Sie geeignet. Sie können auf jeden Fall an ihr teilnehmen und vor allem auch von ihr profitieren. Denn im Gegensatz zum Musikunterricht ist es hier so, dass es überhaupt keine festen Vorgaben gibt. Also wir spielen nicht nach Noten oder es gibt auch kein Lernen im klassischen Sinne, sondern es geht vielmehr um ein freies Spielen an den Instrumenten aus dem Bauch heraus. Und dabei findet überhaupt keine Bewertung statt. Und es gibt dementsprechend eben auch kein richtig und kein falsch. Ein paar Worte noch zu den Hintergründen. Der Hörsinn ist der erste vollentwickelte Sinn. Also auch in der Schwangerschaft nehmen Kinder schon die Geräusche der Mutter wahr, zum Beispiel den Rhythmus ihres Herzschlags. Aber auch Geräusche aus der Umgebung nehmen Kinder im Mutterleib schon wahr. Und das ist auch schon dann tief im Gedächtnis verankert. Aber auch im weiteren Leben spielen Einflüsse eine große Rolle dabei, was wir heute mit Klängen und Musik in Verbindung bringen. Vielleicht kennen Sie ein bestimmtes Lied, das bei Ihnen immer gute Laune verursacht. Oder vielleicht kennen Sie auch ein anderes Lied, bei dem Sie merken, dass Sie immer traurig werden. Und das ist eben nicht nur bei Musik so, sondern auch bei Klängen können schon emotionale Reaktionen hervorgerufen werden. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich über die Straße gehe und ich höre das Martinshorn, dann nehme ich bei mir sofort eine Reaktion wahr. Aber auch auf der anderen Seite Vogelgezwitscher oder Meeresrauschen können mit Gefühlen und Erinnerungen in Verbindung gebracht werden. Das heißt, Musik hat also nachweislich Einfluss auf das Gehirn und Musik eröffnet einen emotionalen Zugang. Auch durch die Erinnerungen, die damit verbunden sind. Und diese Wirkung ist sogar schon seit der Antike bekannt. Und Musik wird auch seitdem schon zur Behandlung eingesetzt. So, kommen wir nun zum Kapitel Musiktherapie in der Sauerlandklinik Hachen. Ganz grundsätzlich, bevor wir da in die Tiefe einsteigen, muss gesagt werden, Musiktherapie ist ein ganz vielseitiges Gebiet. Es werden ganz unterschiedliche Menschen behandelt und ganz unterschiedliche Menschen können von Musiktherapie profitieren, von jung bis alt. Musiktherapie wird für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder mit körperlichen Erkrankungen eingesetzt oder findet in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen statt. Es ist also ein ganz, ganz breites Feld. Hier in diesem Vortrag wollen wir heute ganz speziell auf die Musiktherapie in der Sauerlandklinik eingehen und können dadurch auch nur einen Teilbereich abdecken bzw. ansprechen. Im Vergleich zu einer Langzeittherapie, zum Beispiel in einer ambulanten Praxis, ist hier in der Klinik die Dauer der Therapie nicht so lang. Darum versuchen wir, das Hauptaugenmerk auf positive Erfahrungen und Erlebnisse zu richten, die stärkend sind, die Ihnen gut tun, die stabilisierend sind und ressourcenorientiert. Was genau mit diesen Worten genau gemeint ist, darauf gehen wir später im Vortrag noch drauf ein. Okay, ich werde Ihnen jetzt etwas dazu sagen, welche Therapieformen wir hier anbieten. Und das ist einmal die Einzeltherapie und die Gruppentherapie. Jetzt hier starten wir zunächst mit der Einzeltherapie, denn das wird auch das sein, womit wir hier in einem Aufenthalt starten würden. In dem Fall steht in Ihrem Plan erstmal die Aufnahmetherapie. Und dort starten wir mit einem Gespräch. Das heißt, wir lernen uns erstmal kennen. Wir sprechen über Ihren Alltag und auch über eventuelle Probleme, die sich in Ihrem Alltag auftun. In diesem Gespräch ist das
so, dass es einen guten Rahmen bieten kann für Sie, alles mal anzusprechen, was Sie beschäftigt und was Sie bewegt. Wie weit Sie das tun möchten, das bleibt immer Ihnen überlassen. In diesem Aufnahmegespräch sprechen wir aber auch darüber, was Sie zum Beispiel früher für Erfahrungen mit Musik gemacht haben und auch darüber, was vielleicht Musik heute noch in Ihrem Leben für eine Rolle spielt. Und das machen wir gar nicht darum, weil wir bewerten möchten, wie musikalisch Sie sind, sondern es geht viel eher darum zu erfahren, was haben Sie für einen Bezug zur Musik? Haben Sie zum Beispiel früher mal mit Begeisterung ein Instrument gespielt und denken heute noch mit Freude daran, weil Sie das immer sehr gerne gemacht haben? Oder haben Sie zum Beispiel früher Klavierunterricht gehabt und hatten einen so strengen Lehrer, dass Sie das eigentlich eher mit negativen Erinnerungen in Verbindung bringen und sagen, eigentlich hat das für mich eher mit Leistungsdruck und Stress zu tun und genau, und dementsprechend sind eben auch die Erinnerungen unterschiedlich. Wir sprechen aber auch darüber, ob Sie zum Beispiel gerne Musik hören und in welche Richtung das geht. Ob das eher Schlager ist oder klassische Musik, vielleicht auch Heavy Metal. Und diese Erfahrungen und Informationen aus dem Aufnahmegespräch berücksichtigen wir dann später auch in der Therapie. In dem Erstgespräch werden wir auch ein gemeinsames Ziel festlegen für die Therapie und für die Zeit, in der Sie dann bei uns sind. Was für Ziele das genau sein können und wie die weitere Therapie dann im Einzelnen aussehen kann, darauf gehen wir später nochmal ein. Ich hatte eben schon erwähnt, dass wir auch die Gruppentherapie anbieten. Wir sprechen im Aufnahmegespräch darüber, ob Sie daran teilnehmen möchten. Das heißt, Sie entscheiden mit, ob Sie das machen möchten. Wir bieten aber auch immer eine Probestunde an. Das heißt, Sie können unverbindlich einmal an der Gruppe teilnehmen und sich anschließend entscheiden, ob Sie daran weiterhin teilnehmen möchten oder eben nicht. Unsere Gruppen sind relativ klein. Das heißt, es nehmen maximal 4 Patienten daran teil. Und in den Gruppentherapien ist es immer ganz schön, dass es unter den Patienten zu einem tollen Austausch kommen kann. Also wenn zum Beispiel ein Teilnehmer über Alltagsprobleme oder Gefühle berichtet, die ihn beschäftigen, geben manchmal andere Teilnehmer die Rückmeldung, das kenne ich auch, das habe ich auch schon erlebt oder erlebe ich ähnlich. Oder vielleicht nehmen die Teilnehmer auch mit Erleichterung wahr, mir geht es nicht nur alleine so, andere kennen diese Probleme auch. Und da kann es im Austausch ganz interessant sein, mal zu erfahren, wie gehst du denn im Alltag damit um? Oder hast du vielleicht schon Möglichkeiten für dich gefunden, die dir in diesen Situationen helfen können? Natürlich spielen wir aber auch natürlich mit den Instrumenten, was anfangs auch so ein bisschen für Unsicherheit schon mal sorgen kann, weil dann der Einwand kommt, naja, ich kann ja gar kein Instrument spielen. Oder wie soll das denn überhaupt funktionieren ohne Noten? Aber in der Gruppe ist es eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, sich gemeinsam einfach mal zu trauen und sich darauf einzulassen. Und häufig sind die Teilnehmer ganz überrascht, was dabei entstehen kann. Ja, wir machen jetzt weiter mit den Therapieformen, gehen aber jetzt ein bisschen inhaltlich drauf ein, was genau wir in der Musiktherapie machen können. Und zwar unterscheiden wir da zwischen aktiver und rezeptiver Musiktherapie. Ich erläutere zunächst einmal die aktive Musiktherapie. Bei der ist es so, dass Sie als Patient oder als Patientin aktiv werden, also entweder mit einem Instrument oder, wenn Sie möchten, auch mit Gesang. Das kann entweder alleine sein, dass Sie alleine ein Instrument spielen oder singen, oder mit der Therapeutin zusammen. Wir beginnen aber jede Therapiesitzung mit der Frage, wie es Ihnen geht und ob sich vielleicht neue Themen ergeben haben. Manchmal kommt das vor, dass sich im Aufenthalt nochmal neue Themen ergeben oder dass vielleicht von der letzten Therapieeinheit, die wir gemeinsam hatten, noch Gedanken waren, die Sie mitteilen möchten. Das machen wir, um dann in der aktuellen Therapiesitzung genau darauf eingehen zu können und am Thema anknüpfen zu können.
Es findet also ein Gespräch statt, bei dem Sie als Patient oder als Patientin entscheiden können, wie weit Sie sich öffnen möchten und wir dann bei Bedarf gemeinsam die Instrumente dazunehmen können. In der Musiktherapie setzen wir nur Methoden ein, bei denen Sie sich wohlfühlen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Aber in Absprache mit Ihnen möchten wir Sie ermutigen, sich zu trauen, zu experimentieren und vielleicht hier und da auch mal ein bisschen die Komfortzone zu verlassen. Denn manchmal fehlt im Alltag ja der Mut dazu oder vielleicht auch die Gelegenheit. Und da wäre in dem geschützten Rahmen der Musiktherapie auch Raum. Ich möchte Ihnen jetzt ein Foto zeigen unserer Instrumente oder ein Teil unserer Instrumente, die wir in der Musiktherapie einsetzen. Ja, wie wir schon gesagt haben, sind für das Spielen dieser Instrumente keine Vorkenntnisse nötig. Es sind alles Instrumente, die sehr leicht spielbar sind, aus denen man einfach so einen Ton herausbekommen kann. Manche Instrumente sind dabei vielleicht unbekannt oder ungewöhnlich, kommen jetzt nicht im klassischen Orchester vor und sind vielleicht zum Beispiel Instrumente mit außereuropäischer Herkunft. Das wäre zum Beispiel der Gong oder die Tambura. Unsere Instrumente sprechen verschiedene Sinnesqualitäten an. Es gibt verschiedene Größen an Instrumenten. Natürlich klingen sie unterschiedlich, aber auch in der für die taktile Wahrnehmung, also wie sich die Instrumente anfühlen, auch da gibt es Unterschiede. Es gibt Instrumente aus Holz, aus Metall, manche haben Fell, wie die Trommeln zum Beispiel, sodass wir ja verschiedene Sinnesqualitäten ansprechen können. Und wir haben auch schon gehört, Instrumente und Klänge können eventuell mit Vorerfahrung besetzt sein. Für den einen kann zum Beispiel das Glockenspiel an eine schöne Kindheit erinnern. Für jemand anderes ist es aber vielleicht mit ja, Leistungsdruck im Musikunterricht verbunden oder generell negativen Gefühlen vielleicht zum Musikunterricht. Deswegen ist es uns ganz wichtig, dass Sie Ihr Instrument für die jeweilige Therapieeinheit selber wählen. Wir können Sie gerne dabei unterstützen, wir geben Impulse, aber Sie entscheiden im Grunde, welches Instrument Sie einsetzen möchten. Oft sind es auch Instrumente, die wir einsetzen, auf denen man kein Lied oder nicht direkt ein Lied spielen kann, denn wir nutzen die Instrumente, um uns mit Hilfe der Klänge auszudrücken und die Wirkung des Klangs auf die Gefühle zu spüren. Also Instrumente können genutzt werden, um zum Beispiel Wut rauszulassen oder auch Freude auszudrücken oder Entspannung oder Beruhigung zu erfahren durch den Klang. Das klingt, wenn man das jetzt so theoretisch hört, vielleicht ein bisschen abstrakt. Und damit das ein bisschen konkreter wird, haben wir ein kleines Beispiel für Sie vorbereitet. Ich werde jetzt für Sie gleich das Koshi erklingen lassen. Und Sie können ja mal überlegen und beim Zuhören sich mal beobachten, wie der Klang dieses Instruments auf Sie wirkt oder ob Sie der Klang vielleicht an etwas erinnert. Ja, prüfen Sie mal, wie war das für Sie? Haben Sie vielleicht eine Gefühlsregung spüren können? War der Klang angenehm oder unangenehm für Sie? Vielleicht gab es ja auch eine Erinnerung, die Sie mit diesem Klang verknüpfen konnten. Auch wenn es vielleicht naheliegend ist,
wenn wir Wut ausdrücken, dann muss das nicht immer die größte Trommel sein. Oder wenn wir Entspannung, ein Instrument für Entspannung suchen, dann muss das auch nicht zwangsläufig immer leise sein. Wir begeben uns mit ihnen also zusammen auf die Suche nach dem wirklich für sie passenden Instrument. Zusammengefasst kann man sagen, Musik ist Mittel zum Zweck und nicht das Ziel. Es geht in der Musiktherapie nicht darum, besonders schöne Lieder zu spielen oder besonders schöne Musik zu machen, sondern wir nutzen Klang und Musik, Musikinstrumente, um Gefühle auszudrücken, die Wirkung von Musik zu spüren und eigenen Gefühlen bewusst zu werden. Genau, ich werde jetzt noch was zur rezeptiven Musiktherapie sagen. Rezeptiv ist wörtlich übersetzt, heißt das aufnehmend, empfangend. Das heißt, Sie als Patient sind in dem Fall jetzt also nicht der aktive Part, sondern es geht viel mehr darum, Musik oder Klänge zu hören. Es kann sein, dass wir tatsächlich Musik hören gemeinsam. Und da suchen wir gemeinsam mit Ihnen Lieder aus, die sich gut für Sie eignen. Also es kann zum Beispiel sein, dass ein Lied für Sie eine besondere Bedeutung hat, da Sie es mit einem bestimmten Erlebnis in Verbindung bringen. Und dementsprechend kann es auch eine bestimmte Stimmung bei Ihnen auslösen. Wir suchen also Lieder aus, die sich gut für Sie zur Körperwahrnehmung, zum Entstehen von inneren Bildern, Gedanken und Gefühlen eignen. Und dabei ist es wichtig zu wissen, dass eben das Empfinden bei einem Lied von Person zu Person sehr unterschiedlich sein kann. Also was für mich vielleicht ein Liebeslied ist und bei mir ganz schöne Gefühle auslöst, da kann dasselbe Lied bei Ihnen vielleicht ein anderes Gefühl, zum Beispiel Traurigkeit, auslösen. Und weil dieses Empfinden eben so persönlich ist, geben wir auch nichts vor, sondern suchen immer aus, gemeinsam mit Ihnen, was zu Ihnen passt. Eine weitere Möglichkeit in der rezeptiven Musiktherapie kann auch sein, dass die Therapeutin für Sie auf einem Instrument spielt und Sie als Patient können zuhören und es auf sich wirken lassen. Ein weiterer Bereich ist die Klangschalentherapie. Da werde ich jetzt noch mal etwas mehr zu erzählen, wie das genau aussieht in der Klangschalentherapie. Das heißt, in dem Fall liegen oder sitzen Sie in einer entspannten Position und die Schalen stehen entweder neben Ihnen oder auf Ihrem Körper und werden dann von uns angeschlagen. Es kann auch sein, dass wir die Schalen oben am Rand reiben. Wichtig ist zu wissen, dass Sie einmal den Klang der Schale hören können, aber die Schwingung und Vibration der Schale können Sie auch spüren. Also die therapeutische Wirkung entsteht nicht nur durch den Klang, sondern auch durch das Spüren. Und Patienten geben hier häufig die Rückmeldung, dass die Vibrationen bis in die Tiefe spürbar sind. Und auch das Gefühl entsteht, dass die Schwingungen und Vibrationen sich im ganzen Körper ausbreiten. Das Ziel hierbei kann sein, dass Sie zum Beispiel sagen, ich bin innerlich so unruhig, ich mache mir immer Sorgen, meine Gedanken kommen nie zur Ruhe und kreisen ständig. Und hier kann es sein, dass die mentale Entspannung für Sie im Vordergrund steht und häufig ist es so, dass es in der Klangschalentherapie sehr gut gelingt zu entspannen und Patienten zum Teil selber überrascht sind, wie gut es ihnen gelungen ist. Es kann auch sein, bei hoher Muskelspannung, bei hoher Grundspannung in der Muskulatur, vielleicht auch sogar bei Spastik, dass es das Ziel sein kann, diese hohe Muskelspannung erstmal zu reduzieren und durch die Vibration und Schwingungen gelingt auch dies häufig sehr gut. Ein weiteres Ziel könnte sein die Verbesserung der Sensibilität. Also die Vibrationen können bei Missempfindungen, Taubheitsgefühl oder Kribbeln häufig als sehr angenehm wahrgenommen werden.
Und zum Beispiel vielleicht ein Patient, der angibt, meine Hand fühlt sich taub an. Ich kann manchmal gar nicht genau sagen, was ich in der Hand halte, weil ich das nicht richtig spüre. Der nimmt es sehr, sehr angenehm wahr, die Vibration der Klangschale in der Hand spüren zu können. Oder ich hatte auch schon Patienten, die nach der Klangschalentherapie berichtet haben, dass sie am Fuß den Boden wieder unter der Fußsohle besser spüren können und sich deswegen sicherer fühlen, weil das vorher eine Unsicherheit gegeben hat, wenn ich den Boden unter meiner Fußsohle gar nicht richtig spüren kann. Ein zusätzlich positiver Effekt in der Klangschalentherapie ist das positive Körpererleben. Damit meinen wir, dass Patienten im Alltag manchmal die Erfahrung machen, dass der Körper eben nicht so wie gewünscht funktioniert. Vielleicht gibt es Probleme mit der Hand, etwas zu greifen oder zu halten. Vielleicht ist es auch das Bein, was beim Gehen schnell ermüdet. Häufig entsteht dann beim Patienten das Gefühl, dagegen ankämpfen zu müssen, um den Alltag bewältigen zu können. Und hier in der Klangschalentherapie ist das häufig positiv, mal wieder ein gutes Gefühl für den eigenen Körper zu haben und den Körper als positiv erleben zu können. Darüber hinaus haben auch schon Patienten berichtet, dass es zu einer Linderung des Tinnitus kam, dass die Fatigue-Symptomatik reduziert war. Und es gab auch schon Berichte, dass es eben einen positiven Einfluss auf die Blasenfunktion hatte. Gut, wir kommen jetzt zu weiteren möglichen Zielen und Beispielen, wie wir diese Ziele erreichen können, die Wege dorthin. Im Aufnahmegespräch haben wir uns ja gemeinsam Ziele gesetzt. Und jetzt die Frage, ja, wie können wir Lösungsansätze dafür finden? Dabei geben wir die Lösung nicht vor, sondern die Lösung wollen wir immer mit Ihnen zusammen erarbeiten. Dabei ja, verstehen wir als Therapeutinnen uns als Begleitung, die Impulse gibt und die Lösung letztendlich von Ihnen selbst kommt. Wie anfangs gesagt, haben wir versucht, diese verschiedenen Ziele in ja, verschiedene Kategorien und Themenbereiche einzuteilen. Wie gesagt, emotional, körperlich und kognitiv. Die sind aber eigentlich gar nicht so klar trennbar und greifen häufig eher ineinander. Genau, ich beginne mit den Zielen auf emotionaler Ebene. Da geht es zum einen ganz häufig um die Wahrnehmung eigener Gefühle und Bedürfnisse. Häufig sind ja Gefühle nicht so ganz klar und diffus und manchmal nicht so ganz greifbar. Ein Beispiel könnte sein, dass eine Patientin in der Musiktherapie beschreibt, dass sie im Alltag häufig Hektik erlebt, dass sie sich gestresst fühlt und gehetzt fühlt und ja, dass es ihr damit eigentlich überhaupt nicht gut geht. Was wir dann machen könnten, ist ein passendes Instrument für dieses Gefühl zu finden. Und versuchen, dieses Gefühl von gestresst zu sein, unter Hektik zu stehen, musikalisch auszudrücken. Wie könnte das klingen? Durch die Suche nach einem zu diesem Gefühl passenden Klang und durch das Ausprobieren der Instrumente nähern wir uns dem Gefühl dann nach und nach an. Und dadurch wird das klarer, was da wirklich in einem vor sich geht. Und von da aus können wir überlegen, ja, wenn es mir mit dieser Hektik und mit dem Stress nicht gut geht, was wünsche ich mir denn eigentlich? Was brauche ich? In diesem Beispiel könnte das zum Beispiel Ruhe oder Entspannung sein. Auch hierfür könnten wir dann ein Instrument finden, eins, das für die Patientin, für sie dann in dem Moment passt und das auch in Ruhe spielen und den Effekt der Musik, den Effekt des Klangs spüren. Und zu beobachten dabei, ja, wie geht es mir dabei? Wie fühlt sich die Entspannung und die Ruhe, die durch den Klang vielleicht ausgestrahlt wird oder von der Patientin wahrgenommen wird? Wie fühlt sich das an? Wie geht es mir dabei? Von da aus können wir dann den Übertrag in den Alltag machen und gemeinsam überlegen, wie kann ich im Alltag für mehr Entspannung und Ruhe sorgen? Im Gegensatz zum, ich sag mal, nur darüber sprechen,
was auch sehr wichtig ist und was seine Berechtigung hat, können durch den Klang aber eine stärkere Verbindung zu den Emotionen hergestellt werden. Gefühle können dadurch besser bewusster gefühlt werden und häufig regt der Klang und der Gebrauch der Instrumente Ideen an, wie ich also jetzt in diesem Beispiel, was ich genannt habe, Ruhe und Entspannung in den Alltag einbauen kann. Das Ganze können wir auch hinsichtlich der Zukunft oder des weiteren Krankheitsverlaufs zum Beispiel machen und sich da zu fragen, wie geht es mir damit eigentlich? Belastet mich? Was belastet mich aktuell? Was beschäftigt mich? Aber eben auch, was wünsche ich mir für die Zukunft? Zudem können bisher nicht wahrgenommene Gefühle durch das Ausprobieren der Instrumente bewusster gemacht werden und somit verarbeitet werden. Auch hier nochmal ein kleines Beispiel. Ich hatte mal eine Patientin, die über ein bestimmtes Ereignis traurig war und wir haben ein entsprechendes Instrument dafür gesucht, in der sie diese Trauer auch ausdrücken und zum Ausdruck bringen kann. Und während sie dieses Instrument gespielt hat, hat sie gemerkt, ich bin eigentlich nicht nur traurig, ich bin auch wütend über diese Situation. Und das war ihr vorher gar nicht so bewusst. Und dadurch, dass die Wut da bewusster wahrgenommen wurde, konnte die Patientin dann einen Umgang mit dieser Wut finden. Und auch mit der Trauer ging das dann leichter. Ein weiterer Aspekt bei dem Thema Wahrnehmung eigener Gefühle und Bedürfnisse kann sein, zu lernen, auf den eigenen Körper zu hören. Eventuell erkennen Sie das, dass Sie vielleicht eigentlich, wenn Sie so in Ihrem Alltag sind, zwischendurch mal eine Pause bräuchten, aber dann doch weitermachen und so ein bisschen über Ihre Grenze gehen. Das ist ganz häufig eine Gefahr. Ganz vielen Patienten und Patientinnen geht es so, die Gefahr, ein altes Tempo durchzuziehen, was früher halt mal ging, aber jetzt vielleicht aktuell gerade nicht. Hier können wir in der Musiktherapie gemeinsam die Gründe dafür finden, warum es Ihnen genau schwerfällt, die Leistungsgrenze wahrzunehmen und zu beachten. Zusammen finden wir dann Wege für mehr Selbstfürsorge. Und das könnte zum Beispiel so sein, dass wir gemeinsam darauf oder dass wir überlegen, dass Sie auf die Tagesform achten oder Fatigue-Symptome beachten und sich im Verlauf des Tages die Frage stellen, wie viel kann ich mir zumuten? Wann brauche ich eine Pause? Welche Signale gibt mir mein Körper dafür vielleicht? Und das können wir schon in der Musiktherapie, diesen Anstoß können wir in der Musiktherapie geben und damit eben auch mit dem Einsatz der Instrumente experimentieren und auf neue Erkenntnisse bezüglich dieses Themas kommen. Dabei ist der Zusammenhang zwischen Körper und Gefühle auch sehr entscheidend. Also ein Beispiel, wenn man Angst verspürt, hat man ja vielleicht so einen Kloß im Hals. Oder wenn Stress ist, dann werden die Beine steif und Sie kennen das vielleicht, dass Sie dann nicht mehr so gut laufen können, wenn alles irgendwie stressig und sowieso hektisch ist. Vielleicht ist das unter Beobachtung und noch schlimmer, dann ist man aufgeregt und dann klappt gar nichts mehr. Und ich glaube, das kennen viele von uns. Und auch da können wir uns eben den Zusammenhang zwischen Körper und Gefühlen einfach nochmal bewusster werden und in die Musiktherapie mit einfließen lassen. Das heißt, wenn unsere Gefühle, wenn wir uns um unsere Gefühle kümmern und wissen, wie es uns geht und dementsprechend zum Beispiel für Entspannung und Ruhe sorgen, dann hat das meistens auch einen Effekt auf unseren Körper. Bin ich da drin? Okay, die Aktivierung positiver Ressourcen. Ressourcen sind Eigenschaften und Fähigkeiten jedes Einzelnen, die vielleicht momentan nicht optimal genutzt werden oder ihm nicht bewusst sind, aber aktiviert werden können. Wie können wir das erreichen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Zum Beispiel über Lieder und Klänge von früher, die mit positiven Erinnerungen verbunden werden. Zum Beispiel ein schöner Familienurlaub oder Zeiten, als ich gerne noch in die Diskothek gegangen bin und bei dem einen oder anderen Lied auf die Tanzfläche gestürmt bin. Und dieses Erinnern an dieses positive Erleben erzeugt oder kann dann positive Gefühle erzeugen, aus denen ich dann auch wieder neue Kraft schöpfen kann. Aber auch zu gucken, was steht mir denn heute noch zur Verfügung? Woraus kann ich heute noch Kraft schöpfen? Was kann ich nutzen für Kraftquellen, die mir noch aktuell zur Verfügung stehen? Häufig ist es so, dass da auch der Fokus auf den Funktionen liegt, die eben nicht mehr so gut funktionieren. Das heißt, da ist es eben auch mal wichtig, dahin zu schauen, was geht denn noch? Was kann ich machen? Auch zum Beispiel, wenn ich früher gerne Musik gemacht habe und Klavier gespielt habe und jetzt sage, ich würde es gerne noch machen, aber meine Finger, die kriegen das einfach nicht mehr so gut hin. Dann zu gucken, gibt es vielleicht eine Alternative, vielleicht ein Instrument, was leichter für sie zu spielen ist und ihnen trotzdem Freude bereitet oder vielleicht Klaviermusik zu hören. Aber das gilt eben nicht nur bezogen auf die Musik, sondern eben ganz praxisbezogen auf ihren Alltag auch. Wie kann ich vielleicht Dinge, die ich früher gerne gemacht habe, wieder in den Alltag integrieren? Vielleicht dann in etwas leichterer Form, sodass es mir eben nach wie vor gut möglich ist. Aber eben zumindest auch Teilelemente dessen wieder aufzunehmen. Also wenn ich früher vielleicht gerne wandern war und es für mich schon immer ein Highlight war, in der Natur zu sein und ich das total genießen konnte und sage, okay, eine lange Wanderung ist für mich nicht mehr möglich, aber dennoch tut es mir gut, in der Natur zu sein und die Vögel zu hören, den Waldboden zu riechen und vielleicht kann ich das in anderer Form dann wieder aufnehmen. Ein weiterer Punkt ist, den Umgang zu lernen mit Situationen, die ich nicht ändern kann. Also jeder Mensch kennt ja auch Situationen in seinem Leben, die er nicht ändern kann, die für ihn aber vielleicht dennoch eine Herausforderung darstellen. Und da kann man versuchen, den Blick und die Einstellung zu den Dingen vielleicht etwas zu verändern. Also wenn Sie zum Beispiel früher immer selbstständig und aktiv waren und bei einigen Aktivitäten jetzt heute aber auf Hilfe angewiesen sind, zum Beispiel, weil Sie sagen, ich schaffe es nicht mehr, den Wäschekorb die Treppe hochzutragen oder brauche beim Einkaufen Hilfe, kann es sein, dass es mir schwerfällt, diese Hilfe anzunehmen. Und da kann man vielleicht mal gemeinsam hinschauen, wie gehe ich damit um? Wie kann ich lernen, Hilfe anzunehmen, dass zu akzeptieren und mich damit auch in Ordnung fühlen. Ja. Kommen jetzt zu einem weiteren Ziel auf emotionaler Ebene. Das ist die Verbesserung der Kontakt- und Interaktionsfähigkeit und das Interesse zu wecken für neue Erfahrungen. Eventuell haben die Einschränkungen durch die MS dazu geführt, dass Patienten und Patientinnen nicht mehr so viel unternehmen und zum Beispiel auch Kontakt zu anderen verloren haben. Ganz klassisch ist da zum Beispiel, ja, dass man den Kontakt zu Arbeitskollegen und Kolleginnen verliert bei einer Verrentung. Natürlich hat Corona da auch noch eine große Rolle gespielt oder spielt vielleicht auch immer noch. Ein weiterer Grund können körperliche Einschränkungen sein oder die Sorge vor unbekannten Situationen oder Orten. Also dass Sorge entsteht, dass ich nicht weiß, ist bei dem Ort, wo geplant wird hinzugehen, gibt es eine Treppe, die ich überwinden muss oder wo ist da vielleicht die nächste Toilette? All diese Sachen könnten ja sie eventuell davon abhalten, aktiv zu sein, rauszugehen, sich mit anderen zu treffen. Und auch da können wir in der Musiktherapie einen Blick drauf werfen und auch wieder gucken, wie geht es Ihnen damit, was hindert Sie vielleicht aktuell genau
an solchen Aktivitäten teilzunehmen. Ja, vielleicht fehlt ihnen der Mut, vielleicht haben sie auch gar keine konkrete Vorstellung, wie sie jetzt mit gewissen Einschränkungen vielleicht teilnehmen können. Vielleicht besteht die Sorge, den anderen zur Last zu fallen und haben deswegen vielleicht gar nicht in Erwägung gezogen, mitzugehen. Und wenn bei Patienten und Patientinnen, bei denen das der Fall ist, die solche Gedanken kennen, versuchen wir, die Ressourcen, die da sind, zu stärken und eben auch die Blickrichtung zu ändern. Wie kann ich an Aktivitäten teilnehmen, sodass es mir dabei gut geht? Beim Spielen der Instrumente oder das Spielen der Instrumente kann dabei behilflich sein, weil wir da in so einem geschützten Rahmen auch nochmal etwas Neues wagen können. Also wenn jemand in der Therapie zum Beispiel immer dasselbe Instrument nimmt, zum Beispiel die Gitarre, weil er sie sowieso spielen kann, oder immer eine laute Trommel nimmt, dann regen wir an, mal ein anderes Instrument auszuprobieren oder andere Instrumente auszuprobieren und einfach mal ein bisschen zu experimentieren. Und auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht so naheliegend klingt, aber diese Erfahrungen, die wir dann machen oder die Sie als Patient oder Patientin machen, etwas sich zu trauen, in einem auszuprobieren, diese Erfahrungen können wir auch in Ihren Alltag übertragen. Überlegen, ja, welche Bereiche gibt es denn in Ihrem Leben, wo Sie mal wieder was Neues wagen können oder wo Sie sich trauen können, mitzugehen. Welche Rahmenbedingungen müssen Sie vielleicht dafür abstecken oder schaffen, damit Sie teilhaben können? Und ein letzter Punkt auf der emotionalen Ebene ist die Verbesserung der mentalen Entspannung. Wie schon gesagt, können vielleicht bei manchen Patienten und Patientinnen Sorgen entstehen bezüglich des weiteren Krankheitsverlaufs. Das kann zu einer Unruhe führen oder zu Gedankenkreisen, vielleicht sogar zu Schlafstörungen oder vielleicht gibt es sonst irgendwie Themen, die sie beschäftigen, die ja Gedankenkreisen und Unruhe auslösen. Wir haben schon gehört, dass dabei die Klangschalen sehr, sehr gut helfen können, sich zu entspannen und dem Gedankenkreisen die ein bisschen zu stoppen. Aber wir können natürlich auch Instrumente finden, Klänge finden, Lieder finden mit einer entspannenden Wirkung und gucken, wie kann ich Entspannungsphasen in den Alltag einbauen und wie kann es mir gelingen, so ein bisschen raus aus diesem Gedankenkreisen zu kommen. Kommen wir jetzt zu den Zielen auf körperlicher Ebene, das heißt bezogen auf die Körperfunktion. Und hier wäre ein Ziel zum Beispiel die Verbesserung der Motorik, der Koordination. Und das kann man sich in der aktiven Musiktherapie ganz gut vorstellen über den Umgang mit den Instrumenten, dass man zum Beispiel trommelt. Dabei ist die Handkoordination gefragt. Es sind beide Hände einbezogen und also beide Hände werden einbezogen und integriert in die Bewegung. Das heißt, wenn vielleicht ein Arm schwerer betroffen ist als der andere, neige ich im Alltag vielleicht dazu, den besseren Arm immer mehr zu nutzen, weil es mir mit dem Arm leichter fällt. Und hier arbeiten wir dann mit beiden Händen, beiden Armen und arbeiten an der Motorik, an der Koordination. Ich hatte zum Beispiel aber auch schon mal eine Patientin bei mir in der Therapie mit Ataxie und die hat sich die Harfe ausgesucht und hat über die Saiten gestrichen und das fiel ihr anfangs unheimlich schwierig. Das war für sie sehr schwierig, einen gleichmäßigen Klang zu erzeugen. Es wechselte zwischen laut und leise, langsam und schnell und nach längerem Spielen war es für sie möglich, gleichmäßig über alle Saiten zu streichen. Und das auch ohne, dass sie sich dabei anstrengen musste. Und die Patientin war total froh und machte dann die Aussage, meine Hand hat ihren Rhythmus endlich wiedergefunden. Und das Schöne war, dass sich das anschließend auch in Alltagsbewegungen zeigte, dass die für sie leichter und flüssiger möglich waren. Denn das Lernen funktioniert hier dann eben so, dass eben durch den Klang des Instruments es direkt auch eine Rückmeldung an das
Gehör und an das Gehirn erfolgt, wie ich die Bewegung durchführe. Und dadurch entsteht ein guter Lerneffekt. Wir können in der Musiktherapie auch arbeiten an der Körperwahrnehmung. Das habe ich auch eben, als ich die Klangschalentherapie vorgestellt habe, schon erwähnt. Also bei Missempfindungen, Sensibilitätsstörungen kann es durch die Vibration sein, dass die Patienten anschließend bestimmte Körperregionen besser spüren. Also zum Beispiel die Fußsohle am Boden. Aber es kann auch sein, dass sie einfach sagen, ich spüre von Therapieeinheit zu Therapieeinheit die Vibration der Klangschalen besser und nehme sie besser wahr. Das ist auch schon sehr, sehr schön. Vielleicht ist auch die muskuläre Entspannung ein Ziel für Sie, das zum Beispiel bei Verspannung oder Spastik der Fall wäre. Und da hatten wir eben auch schon erwähnt, dass durch die Vibration der Klangschalen, die ja bis in die tieferen Schichten wirken, eine gute Muskelentspannung erreicht werden kann. Wir können in der Klangschalentherapie auch Einfluss auf Schmerzen nehmen, indem wir bei der Behandlung schmerzhafte Körperregionen nochmal ganz betont mit den Klangschalen behandeln. Außerdem können wir therapeutische Übungen zur Verbesserung der Atem- und Stimmkraft machen. Bei der Atmung kann es verschiedene Probleme geben. Es kann zum Beispiel sein, dass die Atmung eher oberflächlich ist und gar nicht bis tief in den Bauch geht. Dann kommt es häufig dazu, dass die Stimme kraftlos wird und leise ist oder sie vielleicht öfter in einem Satz Luft holen müssen. Es kann auch sein, dass das Sprechen etwas verlangsamt ist oder undeutlich oder man das Gefühl hat, die Sprachmelodie fehlt so ein bisschen. Da können wir vorbereitend erstmal Atem- und Stimmübungen machen, um erstmal wieder ein Gefühl für die Atmung zu entwickeln und die Atmung zu vertiefen. Und im nächsten Schritt können wir dann dazu übergehen, Liedtexte oder Gedichte zum Beispiel erstmal zu lesen und beim Sprechen dann schon mal daran arbeiten, längere Sequenzen zu sprechen, ohne eine Atempause zu machen. Aber wir können auch da schon mal an der Sprachmelodie zum Beispiel arbeiten oder an der Betonung. Und dann können wir natürlich, wenn Sie dafür offen sind, auch gemeinsam singen. Das ist das Schöne, dass das noch zusätzlich Spaß macht. Und wir können die Musik laut drehen, wie wir möchten und können so nochmal die Atemtiefe verbessern, an der Stimmkraft arbeiten und natürlich auch an der Sprachmelodie und an der Betonung. Auf kognitiver Ebene haben wir auch verschiedene Ziele. Hier arbeiten wir in erster Linie an der Konzentration, dem Gedächtnis und der Aufmerksamkeit. Das kann man sich auch wieder ganz gut in der aktiven Therapie an der Trommel zum Beispiel vorstellen. Das ist dann erstmal wie so ein klassisches Üben. Man merkt sich erstmal einen Rhythmus, den üben wir ein, bis er leichter wird. Und wenn wir merken, das klappt ganz gut, dann können wir was Neues dazu nehmen. Und dabei können Sie sich vorstellen, dass Konzentration und Gedächtnis auf jeden Fall trainiert werden und auch die volle Aufmerksamkeit erforderlich ist. Eine weitere Möglichkeit kann sein, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich lasse mich so schnell ablenken, zum Beispiel im Speisesaal, wenn um mich rum viele Menschen sind, ich höre Geräusche, es ist Bewegung um mich herum, dass Sie sagen, es ist schon für mich schwierig, mich dann auf mein Gegenüber zu fokussieren und mich auf das Gespräch zu konzentrieren, weil mich alles andere so ablenkt. Und dann können wir zum Beispiel gemeinsam einen Trommelrhythmus erstmal einüben, den wir zusammen trommeln, bis Sie sich damit sicher fühlen. Aber ich kündige vorher schon an, dass wir zwar gemeinsam beginnen, aber ich irgendwann anfangen werde, einen anderen Rhythmus zu trommeln und ich werde versuchen, Sie ganz bewusst zu stören. Und Ihre Aufgabe wird es dabei sein, sich eben nicht stören zu lassen und sich ganz auf sich zu konzentrieren und Ihren eigenen Rhythmus weiter zu trommeln. Das heißt, Sie müssen mit der Konzentration ganz bei sich bleiben und sich von außen eben nicht stören lassen. Wenn Patienten berichten, ich bin so schnell ablenkbar, ich bin mit der Aufmerksamkeit vielleicht auch gar nicht so bei mir, ich fühle mich leicht von außen abgelenkt, eignet sich auch die Klangschalentherapie. Denn bei der Klangschalentherapie wird die Konzentration durch die Schwingung und die Vibration der Schalen ganz stark auf den eigenen Körper gelenkt. Und auch wenn ich vielleicht dazu neige, gedanklich abzuschweifen
holt mich die Schwingung der Schale mit der Konzentration immer wieder zurück zu mir. Und oft ist es dann durch die Klangschalen leichter, mit der Aufmerksamkeit bei sich zu bleiben und sich selber auch gut zu spüren. So, wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres Vortrags. Das möchten wir gerne mit einem Zitat abschließen. Und zwar lautet das: Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Ich werde jetzt nochmal, diesmal hoffentlich richtig, die Ansicht umschalten. So. Wir sehen gerade, es gibt eine Nachricht im Chat. Genau, es geht darum, ob eine Teilnahme an der Musiktherapie auch in den kurzen Aufenthalten für 8 Tage möglich oder sinnvoll ist. Soll ich was sagen? Ja, wir haben auch. In der Regel ist es so, dass die Musiktherapie überwiegend bei den längeren Aufenthalten stattfindet. Im Rahmen dessen mit der Aufnahme macht das einfach Sinn. Es kann in Ausnahmefällen möglich sein, auch in einem kurzen Aufenthalt die Musiktherapie wahrzunehmen. Macht immer Sinn, wenn man das direkt am Anfang anspricht und fragt. Aber das ist immer eine sehr individuelle Entscheidung. Das hat mit mehreren Faktoren zu tun, so dass wir da jetzt momentan nicht fest oder keine klare Aussage zu treffen können. Ja. Dann erreicht uns ein bisschen Lob, darüber freuen wir uns. Gut. Ja, genau. Schön. Okay. Ja, wir danken Ihnen natürlich auch ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ja, uns zugehört haben und hoffen natürlich auch, dass Sie eine Idee davon bekommen haben, wie Musiktherapie Ihnen bei MS helfen kann. Wir freuen uns natürlich darauf, Sie dann bei Ihrem nächsten Aufenthalt begrüßen zu dürfen.